Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kuschel und in diesem Video geht es um Season 8, Woche 8, Fortnite Battle Royale. Denkt daran, wenn ihr alle diese Wochenaufgaben gemacht habt, also alle Wochen, dann bekommt ihr, nachdem ihr Woche 8 auch komplett gemacht habt, den neuen Ruin-Skin. In diesem Video möchte ich euch helfen, wie ihr Stage 1 und 2, also Phase 1 und 2, der Schatzkarte machen könnt. Wie immer, es wäre übelst nice, wenn ihr mich unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel meinen Creator-Code Kuschel im Fortnite-Item-Shop benutzt. So, sobald die Aufgaben live sind, werdet ihr Phase 1 haben. Diese heißt Search the Treasure Map Signpost Found in Paradise Palms. Auf Deutsch heißt das so viel wie, ihr müsst eben die Schatzkarte, also den Wegweiser, das Schild in Paradise Palms finden. Und zwar ist das Stufe 1, also im ersten Game, geht einmal nach Paradise Palms und landet genau dort, wo ich nun lande. Hier seht ihr, wird eine Map erscheinen. Ich nehme das gerade auf, bevor eben die Aufgaben live sind. Aber sobald die Aufgabe live ist, werdet ihr eben die Karte, die ich euch jetzt einblende, finden. Und sobald ihr dieses Game abgeschossen habt, startet ein neues Game und nun müsst ihr eben zu diesem Ort gehen. Und dabei ist Stufe 2 eben diesen Battle Pass Stern hier aufzunehmen. Und die Karte zeigt uns hier Frosty Flights an. Also hier ist einmal die Laufbahn, eben für die Flugzeuge, die hier früher waren. Und am Ende solltet ihr hingehen. Und wenn ihr dorthin geht, sollte direkt ein Battle Pass Stern eben aus dem Boden erscheinen. Einfach aufnehmen und ihr solltet diese zwei Phasen abgeschossen haben. Alle Guides, die ihr für diese Woche braucht, findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.